Rote Rosen sind die schönste Sprache, um Zuneigung zu zeigen. Wenn ich rote Rosen sehe, sehe ich auch das unendliche Leid der Menschen, die dafür niedergeschlagen worden sind, gefoltert und auch getötet wurden. Millionen von roten Rosen werden jedes Jahr aus Äthiopien nach Europa eingeflogen. Für den Anbau von Rosenplantagen werden jedoch Tausende von Oromo-Kleinbauern von der Regierung vertrieben. Ihr Gewinn ist mehr wichtiger für die Regierung als das Leben der Bevölkerung. Blumenzüchter aus den Niederlanden steigen in großem Stil ins Rosengeschäft ein. In Äthiopien können sie billig produzieren. Sämtliche Rosen werden aus Äthiopien exportiert. Die meisten gehen nach Holland und von dort aus zum Beispiel nach Deutschland. Rund 150.000 Oromo haben in den vergangenen 10 Jahren ihr Land verloren. Für die Oromo bedeutet das einen katastrophalen Verlust. Die Menschen nicht nur, dass sie ihr Land verlieren, sondern eigentlich ihr ganzes Existenz. Das ist Lebensgrundlage. Das ist ihre Würde. Das ist ihre Sicherheit. Seit November 2015 starben bei der blutigen Niederschlagung verzweifelter Proteste von Oromo mehr als 140 Menschen. Nicht umsonst, dass die Menschen gesagt haben zum Schluss, wir sterben sowieso aus. Dann gehen wir auf die Straße und dann sollen sie uns umbringen. Hunderte wurden verhaftet und verschwanden spurlos. Ich denke hier an den politischen Gefangenen Abdatha Olansa. Abdatha Olansa demonstrierte gegen diesen Landraub und wurde dafür verhaftet. Im Gefängnis wurde er so hart gefoltert, dass er ins Krankenhaus musste. Selbst im Krankenhaus wurde er von staatlichen Sicherheitskräften misshandelt. Im Januar dieses Jahres starb er an den Folgen des Verhörs im Krankenhaus. Liebe kann man auch anders zeigen als mit Blutrosen. Fragt danach, wo die Rosen herkommen. Kauft keine Blutrosen aus Äthiopien.